Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, der vor einer Woche vorgestellte 17-jährige Dackelmischling Paul hat wahrscheinlich schon ein neues Zuhause gefunden. Zurzeit wird noch getestet, ob sich Paul mit dem schon vorhandenen Hündchen versteht. Erste Kontakte waren positiv. Wenn es funktioniert, ist Paul herzlich willkommen. Paul würde dann zu einem sehr netten Frauchen, das schon immer ein Herz für ältere Hunde hat, und einem Hundefreund ziehen. Das ist doch wirklich eine gute Nachricht. Alle Tierheim-Mitarbeiter drücken Paul ganz fest die Daumen. Heute stellen wir 4 junge Katzen vor, die in Gotha gefunden wurden. Sie sind wahrscheinlich mal Kätzchen und so richtig in Entdeckerlaune, was das Katzenleben alles zu bieten hat. Das schwarz-weiß gezeichnete Samtpfötchen ist ein Katerchen. Die 2 schwarzen und das weiße mit schwarzen Flecken sind Mädchen. Alle sind menschenbezogen und lieben es, beschmust zu werden. Die 4 müssen natürlich nicht zusammenbleiben, aber wenn Katzenfreunde 2 zusammennehmen möchten, wäre das natürlich auch sehr schön. Wie schon öfter gesagt, machen 2 Katzen nicht mehr Arbeit als eine. Sie lernen voneinander und haben immer einen Spielgefährten zum Zeitvertreib. In ihrem neuen Zuhause sollen die Sträuchchen nach der Eingewöhnung Freigang bekommen, da sie die Freiheit wahrscheinlich gewöhnt waren. Im Tierheim haben sie zurzeit ein Katzenzimmer mit Balkon, den sie sehr gern nutzen. Reine Grundstückskatzen sollen die 4 aber nicht werden, sondern auch ins Haus oder in die Wohnung dürfen. Nach Ausflügen durchs Revier sind Katzen nämlich auch sehr gern Stubentiger und wissen kuschelige Schlafplätze sehr zu schätzen. Die 4 Halbwüchsigen wurden in der Arche Noah schon kastriert, damit sie nicht für ungewollten und oft leidenden Katzennachwuchs sorgen können. Die Wahl zwischen den Katzen wird nicht schwer fallen, denn die Sympathie kommt meistens von beiden Seiten zur gleichen Zeit.